Nalu Vogel? Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Ach so, du bist ein Schwimmer und kein Vogel. Du Vogel. Glatzenmensch möchte kabbeln. Und setzt eine Qualle ein. Los, Lee! Zeig ihm, wie gut du flüchten kannst! Aaron, du wolltest doch gerade trainiert werden, ne? Klammerung. Sollst du so klammern, ey? Das kommt nicht gut, glaub mir das. Das Tentakel hält sich bestimmt jetzt für ganz cool, ne? Na, warte ab, du. Zack. Ja, ich möchte wechseln. Denn das ist ein Fall für Lee. Boah, ey, ich wünsche, ich würde irgendwo meine EP-Teile herkriegen. Ich glaube, ich weiß, wo ich den besorgen kann. Ich glaube, ich werde ihn noch gleich besorgen. Fahren. Au! Das ist auch noch bei einem Vogel, ey. Weißt du, Eis und Flug verträgt sich nicht, weil die fliegen im Winter ja immer gehen Süden. Das hat einen Grund. Damit sie nicht von den Eis-Pokémon vernichtet werden. Aber wie sieht's andersrum aus? Ach du Scheiße. Na, ein Glück ging das daneben. Vielleicht Ruckzucki? Naja, sieht jetzt auch nicht besser aus. Vielleicht hätte ich jemand anders wählen sollen. Ich habe so den blöden Eindruck, ich sollte das vielleicht jetzt lassen und doch lieber auf Mew wechseln. So kann man auch EP teilen. Jetzt kommt mit dem Schnabber, ja? Jetzt! Jetzt, wo ich geflohen bin. Ja, was soll denn? Ach so, verstehe. Na dann, Metronom. So, sehen wir mal gleich, wie nutzlos Eierbombe ist. Naja, okay, es ging. Schon wieder kein Level und das trotz diesen Anstrengungen. Ich finde, also langsam muss ich mal dagegen wettern. Das kann so nicht weitergehen. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Ich hau dir gleich eine. Was bist du für ein Penner? Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Ist das eine Drohung oder eine Warnung? Ich bin da ganz schlecht drin, das zu unterscheiden. Ah ja, den Goldfisch. Ich erinnere mich gerade wieder, wir brauchen für den verdammten BP-Teil da 50 Pokémon. Das könnte ein Problem sein, denn wir haben keine 50 Pokémon. Glaube ich. Okay, soll ich gleich Aaron? Naja, ach komm, wir versuchen es mal. Wie, Aaron ist verwirrt. Ruckzuckieb, mal gucken, vielleicht reicht's ja. Rache. Dann versuche ich jetzt mal gleich die Schädelwumme aus und werde jetzt feststellen, dass sie total nutzlos ist. Ernsthaft? Es ist eine 2-Runden-Attacke. Also im Falle eines Siebers möchte ich wechseln. Ja, komm, Teratox. Das ist, scheint mir eine sehr destruktive Art und Weise zu trainieren zu sein, aber was willst du denn sonst machen? Mega-Hieb. Schlag jetzt weg.
Dann musst du wenigstens nicht ausholen, dann sind wir schneller durch. Wenn das nächste auch ein Dings wird, ne, dann muss aber Bums. Was war das jetzt? Trifft der verdammte Mega-Hieb noch nicht mal, oder wie? Wie wird man nicht frech spielen, ja? Na siehste, es geht doch. So ein kleiner Ansatz von dem, was sein soll. Also Sternlos, ne? Haben wir jetzt gelernt. Sternlos sind die miesesten Viecher, wo gibt's. Deswegen müssen wir ihn vernichten. Die Frage ist nur, womit? Weil aktuell... Nee, das traue ich mich nicht. Ich könnte mal ganz frech Lunterion dagegen stellen. So, das passiert, wenn man einen Pokémon übertrainiert. Der Gegner hat einfach keinen Spaß mehr. Tut mir voll leid für den Gegner. Also, nee, nicht wirklich. Schlitz ihn auf. Siehst du mal. Wow, mich fröstelt's. Dann solltest du nicht so oft, weißt du, dann musst du mal öfter, also, naja. Was sagt denn der Pokédex? Was haben wir denn? Wir besitzen 37, das heißt, uns fehlen 13. Also ein Ratzfratz kriegen wir ohne Probleme. Ein Raichu auch, glaube ich. Ich kann die scheiß Angeln mal langsam ablegen, weil ich habe ja jetzt alles, was ich brauche. Aber allgemein, die meisten Viecher, die wir noch nicht haben, müssten wir jetzt im Dix finden, oder? Dodo. Okay, Radikal. Ja, nee, warum nicht? Nee, ja, es ist, ja. Klar. Donnerwelle. Ey. Ja, Lee kommt sich jetzt ganz stark vor. Ich rate dir, du dumme Ratte, bleib im Ball. Uns fehlen noch 12. Ja, Radikal, Ratte, 0,7 Meter, 18,5 Kilogramm. Dieses Pokémon orientiert sich mit seinen Barthaaren. Für diese bewegt sich immer langsamer. Lass mal abschneiden. Nee, ich möchte keinen Spitznamen geben, der ist so generisch, den, nee. So Sachen wie miese Ratte muss ich gar nicht eingeben, das könnt ihr euch selber ausmalen. Ernsthaft? Verpiss dich. Wie, ich kann nicht davon laufen? Boah, du wagst es, du Mistvieh. Du wagst es ganz frech, deiner Hinrichtung zu entgehen mit auch nur so einem kleinen Energiefilm. Und dann hast du auch noch die Frechheit zurückzugeben. Ey, glaubst du es denn, dieses Mist... Also, der darf sich was anhören, der Penner. Mama, Mama! Mach meine Schlange bitte wieder ganz! Na, wartet. Und es ist eine Ratte. Mann, bin ich gut. Die müsste ich jetzt eigentlich einfangen. Aber Dratini muss ich mal kurz abreagieren.
So, jetzt kommen nur noch Vögel, pass auf. Okay, Dratini, den wollen wir gerade mal einfangen, deswegen, Süße? Ganz ruhig, ich weiß, er hat dir wehgetan. Es ist ein total bescheuerter Bastard, aber wir brauchen ihn gerade, also nicht töten, ja? Du darfst die nächsten umlegen. Wir werden garantiert noch ein paar Begegnungen auf dem Weg nach, zum Vertania-Wald. Nur 3 Meter, 3,5 Kilogramm. Ein kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden heimisch ist. In zu vielen, möchte man fast meinen. Also irgendwie sind gerade die Taubsies alle. Man könnte meinen, das Spiel will, dass ich Ratten fange. Aber ich bin nicht der Rattenfänger von Hamel, deswegen lasse ich das mal einfach. Außerdem habe ich eine Schlange, die gerade voll böse auf Ratten ist. Und ich muss Pokébälle loswerden, damit ich die coolen Hyperbälle kaufen kann. Ich meine, kann ich auch so machen, aber... Ich kaufe ungern Hyperbälle, wenn ich noch Pokébälle habe. Und die zu verkaufen wäre auch irgendwie lame. Deswegen lassen wir das mal. So, was habe ich denn überhaupt? Ich habe... Raupi, Safcon, Kokuna. Kokuna, Safcon, Raupi. Genau das, was wir nicht brauchen. Würgen. Quetsch den kleinen Wurm aus. Ey, du machst voll den Dirty Talk mit der Schlange. Mach ich gar nicht. Das ist nur deine perverse Art, die dich das denken lässt. So, komm, Kokuna haben wir noch nicht. Lass uns mal einen von diesen harten Dingern da einstecken. So, ich glaube, dann fehlen nur noch 10, oder? Sag ich jetzt, wäre das Ding schon im Ball. Natürlich kommt's raus. Zwing mich nicht, dich zu wickeln. Das ist so ein Satz, den könnte ich später mal zu meinem Kind sagen, weißt du? Gerade so frisch auf dem Wickeltisch, voll in die Windel geschissen und ich dann so darüber, zwing mich nicht, dich zu wickeln. Danke sehr, du widerspenstiges Etwas. Kokuna, ein Kokon, 0,6 Meter, 10 Kilogramm. Mann, ist das Teil schwer. Dieses Pokémon kann sich kaum bewegen. Bei drohender Gefahr verhärtet es seinen Panzer. Ich muss mir gerade ganz viele Kommentare unterdrücken. Ganz viele Kommentare. Ganz viele Kommentare. War ich da unten eigentlich jemals und habe da Items eingesammelt? Offenbar ja. Ganz viele Kommentare muss ich mir gerade verkneifen. Ganz viele. Und es ist dann Raupi. Nein! Guck mal, ewig nicht gefunden. Kaum hat man eins, kommen alle anderen an. Du weißt, was das heißt, wickeln. Besser wickeln. Und nochmal wickeln. Wickel, wickel, wick, wick. Und es ist ein Nichts. Komm, eins will ich noch haben, bevor ich hier rausgehe. Eins noch. Lame. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um das wegzuwickeln. Offenbar zu lange. Mindestens 4 Wickel, wie es aussieht. Gibt's hier irgendwas, was ich brauche? Wahrscheinlich nicht.
Wieso habe ich noch keinen Retter an? Sandans gibt's hier, glaube ich, nicht, weil das die rote Edition ist. Oui. Richtig. Nidoran, Nidorina, ja, Nidorino und Nidoking, Pipi, Pixi, Vulpix haben wir, glaube ich, auch nicht. Nee, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Pummeluff, Knuddeluff, Zubat. Zubat können wir ganz leicht finden. Du, Flor. Holen wir uns, kein Ding. Blutzug. Ja, können wir uns auch. Wir müssen mal in der Nähe von Fuxania City ein bisschen wildern. Mauzis gibt's hier nicht. Anton, naja, wenn du unbedingt willst. Fukanos. Okay. Quapsol. Müssen wir wahrscheinlich angeln. Knorfenda. Gibt's auch nicht, genau. Gibt's nur in Blau. Tentacher. Überall und nirgends.